Eine Brille, etwas Rouge auf den Wangen und natürlich eine rote Nase. Im Handumdrehen wird aus Maria Gundolf die Clownin Brigitte O'Bardon. Die Wahlberlinerin tritt aber nicht etwa auf Kindergeburtstagen auf. Maria Gundolf besucht Senioren in Pflegeheimen und Patienten im Krankenhaus. Da braucht man einfach ein großes, weites Herz, weil wir viel mit Leid, mit Schmerz, mit Tod, mit Trauer zu tun haben. Seit 2006 ist die gebürtige Österreicherin für den Verein Rote Nasen im Einsatz. Ein Schicksalsschlag gab Maria Gundolf den Anstoß für einen beruflichen Wechsel. Dann ist meine Mutter an Krebs gestorben. Und dieses Bild, mir vorzustellen, dass meine Mutter im Bett liegt und ein Clown kommt vorbei. Und es war so ein berührendes, schönes Bild, dass ich mir gedacht habe, ja. Seitdem bringen sie und ihre Clown-Kollegen Lachen und Lebensfreude zu den Menschen, denen es gesundheitlich nicht gut geht. Ich mache mich hier zum Affen und das macht total Sinn. TV Berlin begleitete die Clownin Brigitte O'Bardon alias Maria Gundolf einen Tag. Jetzt im Dossier 24. Zu Hause bei Maria Gundolf. In ihrer Neuköllner Wohnung nutzt die gelernte Schauspielerin die restlichen Minuten für die Pflege ihrer Balkonpflanzen, bevor es Zeit wird, sich auf den heutigen Einsatz vorzubereiten. Also das ist meine Schatzkiste, meine Clownstasche. Ich gucke jetzt erstmal, was da noch drin ist vom letzten Mal und guck einfach, was ist heute für ein Tag, worauf habe ich Lust, was kommt raus, was kommt rein. Eine leere Flasche zum Beispiel erinnert mich daran, dass ich trinken muss. So, dann habe ich mir wieder neue Strohhalme eingepackt, weil die anderen sind all. Hi, das ist Gustav. Gustav ist eine Berliner Ratte. Der kommt eigentlich meistens mit. Manchmal bleibt er dann doch in der Tasche, aber na jetzt komm, kannst du ja mal zugucken hier. Ja, so. Gut, ich muss Kostüm wechseln. Das Sommerkostüm kommt in die Wäsche. So, und jetzt kommt das schöne Herbstkostüm. Da-da-da-da. Also ich arbeite als Krankenhausclown seit 2006 und habe von einem Kollegen erfahren, dass der das macht, dass der bei den Roten Nasen arbeitet und hat sehr geschwärmt von dieser Arbeit und es hat mich irgendwie interessiert, obwohl ich mir früher, also noch vor, weiß ich nicht, ein paar Jahre vorher noch nie vorstellen hätte können, dass ich als Clown arbeite, weil ich als Kind Clowns, wie ganz viele, nicht so toll fand. Und dann ist meine Mutter an Krebs gestorben und das war eine sehr, also die Erfahrung, die ich mit ihr zusammen im Krankenhaus gemacht habe, hat mich sehr geprägt und hat mir das nochmal in Erinnerung gerufen und ich habe dann diese schwere Zeit, die sie da hatte, nochmal vor diesem Hintergrund gesehen, wie wäre das gewesen, wenn da mal ein Clown vorbeigekommen wäre. Und dieses Bild war für mich sehr schön, dass mir vorzustellen, dass meine Mutter im Bett liegt und ein Clown kommt vorbei. Und es war so ein berührendes, schönes Bild, dass ich mir gedacht habe, ja, das hätte das Ganze, glaube ich, einfach leichter gemacht oder weniger bedrückend gemacht. Und das war, glaube ich, das war der Anlass für mich, das zu probieren. Eine Gitarlele, eine spanische Lady ist das. Das ist keine Kindergitarre. Sondern eine, die ist Gitarre, ein bisschen höher gestimmt als eine Gitarre. Und die habe ich immer dabei. Ich habe auch eine Ukulele, aber da bin ich noch nicht so, die habe ich noch nicht so lange. Deswegen nehme ich die Gitarre mit. Begleitet mich. Ich
ich mache das nicht ehrenamtlich, ich mache das hauptberuflich, 2 bis 3 Mal in der Woche. Das heißt, das wäre für Ehrenamt ein bisschen zu viel der Ehre, weil wir einfach auch, wie gesagt, viel Zeit investieren in Fortbildungen, in machen ganz viele Workshops. Man könnte das, glaube ich, mit dem Anspruch ehrenamtlich nicht wirklich machen. Meine Tochter hat mich letztens mal gefragt, du Mama, gehst du manchmal nicht gerne arbeiten, weil die manchmal nicht so gerne in die Kita geht, hat so Tage. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, gibt es natürlich Tage, wo ich mir denke, oh, ich würde lieber jetzt irgendwie, weiß ich nicht, im Bett rumhängen und lesen oder nichts machen. Aber dann denke ich an die Kollegen, mit denen ich arbeite, und dann verspüre ich Lust. Dann denke ich mir, okay, nee, das wird ein schöner Tag. An diesem Nachmittag ist Maria Gundolfs Ziel das St. Josef Krankenhaus in Tempelhof. Hier spielt die Clownin regelmäßig mit ihrem Kollegen Sterling Heidenberg, alias Clown Silver. Wow! Super, ne? Herzlich willkommen auf der neuen Station. Schön! Guten Tag, ja. Schick! Ja. Schön, ne? Schick! Passt du deinen... Wow, schön! Viel Platz! Guck mal, ich kann euch noch zeigen, hallo! Ist. Das ist ja schick. Cool. Cool, cool, cool. Und passend zu deinem... Ich würde auch sagen, oder? Optimal. Gut. Machen wir. Ihr wollt was wissen? Wir wollen was wissen. Wir machen das aber da nebenan heute. Ist es. Ihr wisst Bescheid. Wir wissen Bescheid. Dann kommt mal mit mir mit. Was wissen wir Bescheid? Wir wissen Bescheid. Dann folgt die Übergabe von den Schwestern. Aus datenschutzrechtlichen Gründen muss die Kamera draußen bleiben. Zum Beispiel bei den Kindern die Diagnosen, wo wir uns anstecken, also wo wir aufpassen müssen, wo wir Kittel anziehen müssen, Handschuhe und so weiter. Also so hygienische Dinge und dann auch einfach die kennen die halt dann ja oft schon ganz gut und dann sagen die halt, weiß ich, das ist heute Thema oder da wäre das schön. Wir machen das jetzt auch schon einige Jahre und wir haben gemerkt, dass ohne einen guten Kontakt zu den Schwestern und zu den Pflegern gar nichts läuft. Das ist so, weil die sind ja das Herz auch der Station, und wenn da eine Blockade ist oder wenn da irgendwie eine Abwehr ist, dann spielen wir uns da echt einen Wolf. Ich muss immer so lachen, weil Paul hat erzählt den Witz dann danach irgendjemanden anderen, den er gerade vorhin gehört hat, und baut den total aus. Der dauert dann ungefähr 5-mal so lang wie im Original. Und er findet dann, wir arbeiten eigentlich immer im Duo. Nur wirklich in Ausnahmefällen einzeln. Und macht total Sinn, finde ich. Weil diese Visiten ganz stark von dieser Energie zwischen dem im Team, also zwischen diesen beiden schrägen Figuren lebt. Man kann sich immer aufeinander beziehen und man kann diesen Spaß, den man untereinander hat, im Team hat, der überträgt sich total nach außen. Und manchmal ist es so, dass es so sensible Situationen sind, wo Kinder, denen das zu viel ist, weil man dann so auf die zukommt und in dieser Buntheit und in dieser Kraft, das ist denen manchmal zu viel. Und wenn die dann aber das Spiel zwischen mir und meinem Partner beobachten können und diesen Spaß sehen, dann sind die total, dann sind die geschützt, und andererseits haben sie aber total viel davon, weil sie sich total amüsieren. Und manchmal kriegen wir die dann auch so, dass sie dann einsteigen. Aber erstmal können sie geschützt gucken, und das ist ganz wichtig und funktioniert ganz oft so. Also wenn ich meine rote Nase aufsetze, dann heiße ich Brigitte Aubardon. Die alten Damen haben das dann manchmal nicht verstanden.
weiß Brigitte? Und dann so, und ich sag, ja, wie Brigitte Bardot. Und deswegen war sie irgendwann Brigitte wie Bardot. Und dann wurde das aber Brigitte Bardot. Und jetzt ist der Zusatz, der adelige Zusatz dazu gekommen, Brigitte Bardot. Das ist total sexy. Wie die kleinen Patienten auf der Kinderstation des St. Josef Krankenhauses auf die beiden Clowns reagieren, sehen Sie in wenigen Minuten im zweiten Teil von Dossier 24.